Prinzipiell geht man im Mittelalter übrigens von einer Kugelgestalt der Erde aus. Schon in der Antike galt die Erde als eine Kugel. Ganz einfach, weil es eine perfekte Form ist und die Welt auch als solche perfekt geschaffen sein muss. Aristoteles konnte das sogar nachweisen, denn die Kugelform der Erde ist ja bei jeder Mondfinsternis als Schatten zu sehen. Eratosthenes von Kyrene berechnete im 3. Jahrhundert vor Christi Geburt anhand des Schattens zur Sommersonnenwende in Alexandria im Norden Ägyptens und in Assuan im Süden den Erdumfang. Assuan liegt relativ genau am nördlichen Wendekreis. Das bedeutet, zur Sommersonnenwende kann dort kein Schatten zu sehen sein, während in Alexandria durchaus ein Schatten vorhanden ist. Und mit dieser Berechnung, es wird also zu Mittag gemessen, der Schatten gemessen, konnte er herausfinden, dass der Erdumfang etwa 250.000 Stadien umfasst. Das sind etwa 41.750 Kilometer. Heute geht man von etwa 40.000 Kilometer aus. Man kann es nicht ganz exakt sagen, weil die Erde natürlich keine perfekte Kugel ist. Eratosthenes von Kyrene vermutete auch, die Oikumene sei eine vom Ozean umgebene Insel. Also hier drinnen sind die Kontinente. Und so könne man auch westwärts nach Indien fahren. Davon ausgehend wurde die Erde oft als Ei oder als Apfel beschrieben oder bezeichnet, weshalb auch zu den Kaiserinsignien der sogenannte Reichsapfel gehört. Das ist selbstverständlich kein Apfel, sondern es zeigt die Welt unter christlicher Herrschaft mit dem Kreuz obendrauf. Der Prediger Walter von Metz geht im 13. Jahrhundert davon aus, dass zwei Männer, die sich in entgegengesetzter Richtung auf dem Weg machen, auf der anderen Seite der Erde auch wieder zusammenkommen müssen. Andere Autoren ziehen einen Vergleich von Mikrokosmos und Makrokosmos zu Hilfe. Ganz einfach, wenn der Mensch einen runden Kopf habe, so muss auch die Erde rund sein. Für gerade den niederen Klerus war das auch ein griffiges Bild. Und gerade 1492, als Kolumbus Amerika entdeckte, schuf Martin Beheim in Nürnberg den ersten Globus. Freilich ohne Amerika, aber selbstverständlich als Kugel. Eine Scheibenform, wie sie dem Mittelalter immer wieder unterstellt wird, wurde übrigens nie ernsthaft diskutiert und ist eine Unterstellung der Neuzeit. Was allerdings durchaus den mittelalterlichen Menschen klar war, das ist, dass die Erde im Mittelpunkt des Kosmos zu stehen hat. Es ist also ein geozentrisches Weltbild, das vorgeherrscht hat. Und für dieses geozentrische Weltbild fand bereits Aristoteles den ultimativen Beweis. Schwere Körper fallen ja ohne Einwirkung äußerer Kräfte auf den Mittelpunkt der Erde zu. Würde sich nun die Erde um die Sonne bewegen, dann müsste sich ja auch die Erde selbst um die eigene Achse drehen. Und das, so Aristoteles, kann nicht sein, denn das wäre, also dass sich die Erde um die eigene Achse dreht, mit der Bewegungslehre nicht vereinbar. Dann müssten zum Beispiel die Wolken oder auch fallen gelassenen Steine hinter der Erdbewegung zurückbleiben. Es könnte also kein Stein gerade auf den Boden fallen, sondern er würde leicht schräg
auf die Erde hinunterpurzeln. Das tut ein Stein offensichtlich nicht und damit ist für Aristoteles bewiesen, dass sich die Erde auch nicht bewegen kann. Um diese statische Erde als Fixpunkt herum bewegen sich sieben Planeten. In Antike und Mittelalter zählen zu den Planeten auch Sonne und Mond hinzu. Es folgt dann mit etwas langsamerer Bewegung der Fixsternhimmel. Dort sind dann auch die 12 auf- und untergehenden Tierkreiszeichen zu sehen, die wir hier in diesem Saal auch an der Decke haben. Danach folgt dann die Sphäre des Göttlichen mit Seligen, mit Heiligen und mit 3x3 Arten von Engeln. Und als Äußerstes, Ewiges, Unbewegliches findet man dann schlussendlich wieder Gott selbst, der ein unbewegter Beweger allens ist. Gott ist damit auch am weitesten weg von der Erde, umschließt aber auch wieder den gesamten Kosmos. Er ist alles. Er ist also das Weltall schlechthin.